Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier wieder auf der Dürrenrot zusammen mit dem Justin. Hallo. Wir haben mittlerweile zum Aufnahmezeitpunkt Samstag, den 6. Mai um 1:46 Uhr. Langeweile Und kommt. wir haben uns jetzt gerade noch hier ein bisschen motiviert. Und es ist soweit. Manche haben es sich vielleicht gewünscht, andere haben sich gewünscht, dass es nicht passiert. Endlich ist er weg. Aber der 926 kommt weg. Er läuft schon warm. Wir fahren jetzt runter, verkaufen den. Und dann kommt ein neuer her. Also werden wahrscheinlich alle gespannt sein. Ihr habt schon wahrscheinlich so einen kleinen Teaser auf dem Thumbnail gesehen. Aber natürlich trotzdem nochmal. Das sind die letzten Bilder mit dem 926. Oh, zum Glück. Zum Glück ist er weg, warum? So, dann lassen wir mal gucken. Ey, So. 27.000 Euro zu markieren am Arsch. So, Wert 80.000. Jetzt lackieren wir ihn noch neu. Einmal reparieren. Zack. Und einmal neu lackieren. Oh. Und jetzt ist er 114.000 wert. Warte, darf ich ihn verkaufen? Ich habe einen Hass auf den. Ja, mach mal. Jetzt ist er weg. 180k. Wir haben Geld auf dem Konto. Oh, ich komme an die Case. So, und ich gehe jetzt kurz konfigurieren. Ja, das ist er, der neue Class Axion 850 mit 264 PS Interactive Control. Ich glaube, Dashboard Live ist auch drin, ne? Sehr schönes Hört Ding mal. hier. Schöner Sound. Sehr, sehr schön. Hier von LSFM. Muss sagen, sehr schönes Ding. Auch mit Display, allem Schnickschnack hier. Dachluke haben wir auch Komm mal mit drin. hin. Schauen wir uns mal von innen an. Machen wir hier mal zu. Also wir haben hier einmal Dachluke. Hier Radio. Lichter, alles könnt ihr einzeln. Dann könnt ihr hier Monitor von links nach rechts bewegen. Lass sie mal da Und den auch vorne. abmachen. So dass du den hier hast. Und hier könnt ihr natürlich auch Motor an- und ausmachen. Und ich glaube sogar, wenn du ein Anbaugerät Heckscheibe auf. hinten dran hast, kannst du den auch darüber steuern. Das weiß ich gar nicht. Lichter, also Blinker haben wir auch. Aber ich glaube, das ist eher unlogisch, dass wir Fernlicht. die Blinker. Das Licht da durchschalten. Frontlicht, Hecklicht. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Sehr, sehr schönes Teil, muss ich sagen. Freue ich mich, 30 Stunden drauf zu fahren, ne? Ich habe ja auch nicht mehr lang. Ja. Genau. Dann fahren wir den einmal hoch. Reicht auch wieder, Justin. Neues Spielzeug Justin! gefunden. Okay, Dankeschön. Brauchen wir noch irgendwas vom Händler, wenn wir jetzt schon mal unten sind? Ja, ein schön Case. Das war die falsche Aussage. 0 Punkte für den Kandidaten. Wir fahren hoch. So ein Puma will ich auch nehmen. Es kann sich ja mal einer zur Aufgabe machen, einfach mal zu zählen, wie oft ich innerhalb dieser 30 Stunden jetzt mit dem Glas dann umfliege. Die Aufgabe übernimmt schon dann. Oh. Und dann bitte immer unter dieses Video mit dem davor was, ne? Also immer die Dings addieren. Immer die Fails plus rechnen und dann immer unter die Kommentare schreiben, ne? Das ja, ist so. So, aber wir fahren jetzt zum Hof.
wollen wir dann direkt noch unser zweites Investment tätigen, weil wir haben ja auch noch ein bisschen Geld über. Ja, könnten eigentlich. Ne? Ich dachte, wir. Obwohl. Glaubst du, wir haben. Ich glaube, wir haben bis dahin, bis mein Dings da ist, wieder Cash. Ich glaube schon. Obwohl meiner bringt ja noch 84.000. Ich denke, dass bis dahin halt auch dann die Schweine einmal wegkommen. Oder nochmal die Milch. Mhm. Die Milch. Milch. Mit CH. Milch. Jetzt brauchen mein Schlepper nicht mehr Futter mischen. So. Wo wollen wir den Aal hin platzieren? Geh mal ins Baumenü. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt. Also, ich habe Discord-Bildschirmübertragung und Justin schaut mir zu. Kurz für alle YouTuber, YouTube-Zuschauer. Wir haben uns den hier ausgeguckt. Nein, einmal drehen. Ja, also drehen auf jeden Fall. Und dann hier so hin. Andersrum, oder? So rum? Ja. Mir ist eigentlich egal, wie rum. Hätte ich gesagt, jetzt so rum. Weißt du, wegen mir können wir den auch irgendwie hier... warte mal. Hier so hin machen oder so. Dann müssen wir aber Terraforming machen. Oder hier so, aber das ist halt nicht ganz so geil. Nee, deswegen... Also hier vorne wäre schon am besten, glaube ich. Die Frage ist, ob wir halt vorher ein bisschen Terraformen wollen, weil... Ja, schön. Das ist nicht dieselbe Höhe. Soll ich mal machen? Ja, mach mal kurz Terraforming und ich platziere dann gleich neu. So, dass es auf der Höhe von dem Kuhstall ist. Ja, hat also vor. Von der Kuh-Dings. Machst du in der Mitte nochmal so einen Streifen? Hier so. Hier so lang. Ja, wohl. Schauen wir mal. Hühner. Ja, das sieht doch schon besser aus. So. Soll ich ihn frei platzieren oder so? Egal. Mit C. Ja, ja. Mit Rasterplatzierung. Los. Oh. Geld ist weg. Aber wir haben immer und das Konto ist nicht gleich leer. Was gut ist. Warum hat mir eigentlich niemand gesagt, dass man mit der rechten Maustaste Gras wieder wegmachen kann? Ey, ich habe das gerade auch nicht gewusst. Yeah. Ich habe das sonst immer übermalt. Wollen wir direkt voll kaufen? Ja. Da passen okay, irgendwie 1000 irgendwas für noch rein. Warum kannst hier ist Menü das Menü. Die 0 Monate oder die 6 Monate? Hälfte, Hälfte. Okay. Und ein paar Hähne. Ich kaufe mal ein paar von den normalen. Ne? Ja, ich kaufe 0 Monate gerade. Die kosten nichts. Ne? Obwohl, es wäre klüger, wenn wir 0 Monate nehmen, weil ich zahle hier immer 33. Ja, dann... Nein, jetzt nicht verkaufen, sind wir jetzt nur... Nein, nicht verkaufen. Wie viel... Ja, keine Ahnung, ich kaufe jetzt einfach. Man knallt jetzt voll. Wie viele Hähne kaufen wir? 60. Auf der 1000. Nee, mach für... Eine reicht! Nee. Bumper. Warum? Wofür brauchen wir denn? Die machen doch eh nichts. Eier. Die machen doch keine Eier. Nee, die produzieren die Eier mit denen. Nach Einkommen. Eine reicht. Wirklich so. So, einmal hier Minus kaufen. Ich erstmal Getreide hier runterfahren. Aber das mache ich morgen. Hier werden so viele Eier rumkommen, habe ich so ein Gefühl.
War das nicht sogar mal, hatten wir das nicht mal in 19er mit dem automatischen Eierentladepump? Oh mein Gott! So! Dann wäre jetzt auch einen vollen Hühnerstall. Kurz mal reingucken. Sieht doch super aus, denk jetzt, zapper. Hallo, ich bin hier noch drin im Stall. Schauen wir mal, was sie so brauchen. Getreide. Mehr brauchen die ja gar nicht. Ja. Digga. Weizen, Gerste und Sorghum. Gut, dass wir noch so viel Getreide haben. Gut, dann fahren wir da das nächste Mal noch einen blöden runter. Kannst du hier noch kurz die Schwebeecke rausmachen? Das triggert hier unten. Ich. Ja. Ich laufe noch einmal drum herum, ob ich noch was finde. Damit das sicher ist. Ich hoffe, die Schwebeecke ist jetzt draußen. Hinten ist auch noch eine Schwebeecke. Guck mal, ob vorne die Schwebeecke draußen ist. Ja, ich laufe schon rum. Wo ist die Schwebeecke? Hinten an der anderen Ecke. Ja. Hier hast du es ein bisschen mit Gras überdeckt. Noch selber kurz. Ich hab's doch gemacht. Da ist doch gemacht. Ja, bei mir sah es aber immer noch nicht so aus. Ich hab das jetzt alles mit Gras übermalt. So. Weißt du, wie viel Gras kostet, Alter? Digga, das ist arschteuer. Für ein paar Grassachen. Eigentlich ist der Kunstrasen. Nee, hier, Rasenteppich. Wie heißt das? Ja, Rasenteppich. Rasenteppich? Kennst du nicht, wenn ein Garten manchmal neu eingelegt wird und sich manchmal Leute hier so Rasen aufgerollt? Ein Teppich? Ja, das heißt Rollrasen. Und so heißt das Rasenteppich. Okay. Na da. Gut. Ich will jetzt mal wissen, wie das mit der Mistung funktioniert. Ich bin auch gespannt. Aber da schauen wir dann. Warte mal, hier vorne ist ein Sicherungs. Für uns Licht. Oh mein Gott, Erleuchtung. So, dann machen wir mal weiter. Für uns einfach neuer Tag. Wir machen weiter. Wir haben jetzt, ja, wir tun jetzt noch die Hühner füttern und ein bisschen Stroh holen. Also nimmst du die anderen noch gegenüber mit? Also ein. Nee, wir brauchen keinen Stroh zu holen, wir haben genug. Nee. Ja, wofür brauche ich dann den Ballenspieß? Für unten Stroh zu tun, du Depp. Achso. Okay. Genau, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht spulen wir. Höchstwahrscheinlich. Hast du aber wieder geschnitten. Na komm, fahr zu, Transit. Scheiß Transit, Digga. Ganz sicher, dass der Stall Stroh braucht. Weil da steht im Menü nichts und er nimmt auch nichts. Eigentlich müsste. Ich habe gelesen, dass der Stroh verbraucht. Und Mist drauf macht. Ja, und wenn es wirklich nur diese Produktion ist, die Mist draus macht. Ja, dann haben wir Arschkarte. Dann haben wir halt einen Stall gebaut, wo Hühner drin sind. Ja, haben wir halt Eier. Raus. Ja. Müssen wir halt noch so eine Bude hin. Digga. Nee. Da müssen wir halt, ich wollte halt das Stroh irgendwie weg haben und irgendwas produzieren daraus, aber
Wir müssen was verkaufen. Warte mal, ich bin doch super greif, super stark. Müssen wir halt verkaufen. Ne? Ja. Ja, wollen wir jetzt. Na wohl, wir können es ja jetzt auch erstmal behalten. Ja. So, hast du zugemacht? Ich meine Stroh. Ja. So, den machen wir mal weg. Zack. Aber wir verkaufen. Weißt du, was? Was tust du denn? Kommst du? Ja, ich komm, alles gut. Meiner zieht so weg, der Johnny. So. Wir haben mittlerweile Märztag Nummer 2. Man sieht, Mistplatte ist ganz gut voll. Wir haben die Tiere bei allen versorgt, Ben die BGA gefüllt. Jetzt holen wir noch ein bisschen Stroh hoch. Justin fährt gerade ein bisschen Wasser noch runter zu den Kühen. So ist jetzt mal der Plan. Genau. Machen wir das mal und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. So, dann lade ich mal kurz die Ballen auf. So, habe ich alle Ballen hier aufgeladen. Machen wir mal hier weiter. Wieder hoch. Und dann lösen wir die direkt auf und packen die oben in unser Multifruit-Silo. Dann sind die da ganz gut aufgehoben. Oder was sagst du? Ja. Digga. Oh. Was war denn jetzt los? Ich hab keinen Voice Crack. Ich hab das extra in der hohen Stimme gesagt. Ah ja. So, dann stellen wir den Jungs mal noch eine Rechnung für das ganze Umgeeier. So, Berghof. Machen wir als Transportfahrt. Ich könnte eigentlich mich schon mal in die Sämaschine hocken. Also die Sämaschine folgen. Hier. 10 Stunden. Zack. Zack. Und noch einmal am Haupthof. Zack. Dann machen wir es als Oberhaus. Witterungsarbeiten. Vielleicht nicht beziehen. 50. 10 Stunden. Tiere und Milch. Zack. Zack. Gut, dann würde ich aber auch sagen, war es das mit der heutigen Folge.
In der nächsten Folge schätze ich mal, dass wir nochmal vielleicht zwischendrin ein bisschen spulen zwischen den Folgen. Und dann geht es in der nächsten Folge mit dem Sand und so weiter. Das wird auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant, denke ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut auf jeden Fall auch gerne bei unserem Partner G-Portal vorbei. Mit unserem Link in der Videobeschreibung erhaltet ihr dort auch 10% Rabatt auf alle Game-Server. Nutzt auch gerne bei Giants unseren Partnercode Sheva, mit dem wir uns natürlich auch unterstützen können. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie schon gesagt. Ciao, Leute. Ja.